Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten hier, aber das Spiel ist so unglaublich gut darin, jede einzelne Geschichte, jedes einzelne Event so unglaublich detailreich darzustellen, dass es eigentlich fast schon übertrieben wirkt. Übertrieben gut. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt hier auf meinem Kanal. Ich bin der Softwerker und ich spiele üblicherweise Sandbox Automation Games, sowas wie ich sag mal, Satisfactory Plus jetzt gerade, viel Modded Minecraft mit Technik, aber auch gerne mal so den ein oder anderen Siedlungsbilder, wie jetzt letztens auf Life and Land und ähnliche Sachen. Generell bin ich auf alles, was so ein bisschen Indie-Sandbox und Aufbaugedöns ist, bin ich ganz heiß drauf. Und ich habe vom Publisher, Hooded Horse, eine Key bekommen für Manor Lords. Ich durfte mit so vielen anderen, ich denke, ihr habt vermutlich in den letzten Wochen sehr, sehr viel Content zu Manor Lords gesehen, überall. Zusammen mit anderen Creators durfte ich schon eine Woche vor Release des Spiels den Release-Build testen und habe das logischerweise getan und möchte jetzt gerne einmal in diesem Video kurz mein Fazit geben, dass ihr dann nehmen könnt, um zu entscheiden, ob ihr das Spiel kaufen wollt oder nicht. Das Spiel ist aktuell noch nicht released, kommt aber in wenigen Stunden auf den Markt. Ich gucke noch mal ganz kurz rein in Steam. Vielleicht ist es jetzt gerade schon raus. Ich weiß nicht, wann, zu welcher Uhrzeit das released werden sollte. Nee, immer noch Veröffentlichungsdatum, weniger als eine Stunde. Das ist, ich habe noch keine Ahnung, was der Preis ist. Da halten sie sich noch bedeckt. Ich vermute mal so zwischen 30 und 40 Euro. Das ist so die grobe Schätzung von den meisten. Und basierend auf dem Gesichtspunkt werde ich das Spiel entsprechend auch bewerten. Manor Lords ist ein Spiel, das wurde von einem polnischen Entwickler angefangen und jetzt hat aber auch, die sind jetzt gewachsen zu einem etwas größeren Studio. Nachdem die Demo rauskam letztes Jahr, hat das Ding echte Wellen geschlagen. Das kam echt gut an bei vielen, vielen Leuten und die haben jetzt entschieden, wisst ihr, wir geben da mal ein bisschen Vollstoff und haben jetzt die Early Access Version fertig, die dann jetzt gestartet werden kann. Nach 7 Jahren Entwicklungszeit geht es in den Early Access und dann geht es aber weiter. Also das ist ja nur Early Access und der hat noch Pläne für die Zukunft. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich habe jetzt gespielt, ich glaube, etwa 10 Stunden, möchte ich sagen. Ich bin 5 Jahre im Spiel, was im großen Ganzen des Spiels vermutlich noch nicht wirklich viel ist, aber ausreichend ist, um zumindest einen Einblick zu geben, was das Spiel generell so taugt. Das Erste, was auffällt, ist, das Spiel sieht unglaublich gut aus. Ich muss hier kurz vorweg erwähnen, ich selber spiele auf einem i5-8600K und einer 1070 GTX. Ich musste die Grafik ein bisschen reduzieren, aber trotzdem sieht das Spiel super gut aus. Ich habe bei mir die FPS auf 30 gekappt, damit meine Grafikkarte nicht auf 100% läuft. Und aktuell bin ich aber bei 30% CPU-Auslastung und so etwa 70% Auslastung auf der Grafikkarte. Und auf den ersten Blick, es wirkt halt wie ein ganz normaler City-Builder. Ne? Du hast deine Siedlung, deine Häuser, die Musik dudelt im Hintergrund, du hast deine Ressourcen, du hast deine Region und du hast ein bisschen Diplomatie und so weiter und so fort. Aber die Details kommen dann mit der Zoom-Stufe. Wir haben hier zum Beispiel jetzt die Kirche, die Dorfkirche. Oh. Da kannst du jetzt wunderschön reinzoomen, oder der Marktstand. Da kannst du so wunderschön reinzoomen auf jeden einzelnen Marktstand und im Laufe des Tages fangen hier die Marktschreie an, Sachen zu verkaufen. Und die Marktstände sind nicht einfach nur Marktstände so zum Anschauen, nee. Die Marktstände haben ihr eigenes Lager und da ist halt auch Holz gelagert und Brennholz. Wenn hier kein Brennholz drin wäre, wäre hier kein Brennholz drauf. Hat der Lebensmittelhändler gerade kein Fisch auf, Fleisch auf Vorrat, dann hängt hier oben kein Fleisch. Die Sachen, die du hier siehst, sind auch die Sachen, die der wirklich einkauft. Wenn die Leute Sachen in der Gegend rumtragen, dann haben die halt auch das Zeug in der Hand. Hier zum Beispiel die gute Dame transportiert gerade Mehl. Oder irgendwas Mehlartiges, irgendeinen Sack. Wenn die Leute Körbe mit Ressourcen rumschleppen, dann siehst du in den Körben die Ressourcen eben wie auch auf dem Marktstand. In den Karren dasselbe. Hier fällt gerade ein Karren, der holt gerade irgendwas ab. Das heißt, du siehst eigentlich auf den ersten Blick schon, was abgeht. Wenn die Leute arbeiten, zum Beispiel, sagen wir mal, an der Jagdhütte,
dann siehst du halt auch, wie die da dieses Ding ausweiden. Gut, nicht kein Blut und keine Gedärme, aber zumindest, du siehst die in der Gegend rumlaufen mit einem Reh im Schlepptau. Das schleppen die hier ran. Jetzt lädt er gerade seinen Karren mit Leder. Jetzt, wie zum Beweis, fehlt, ist in dem Karren kein Leder drin. Normalerweise würde man jetzt hier Leder sehen. Das fehlt dir leider Gottes. Alex ist halt. Aber dann schleppt er das hier ran, hängt das Ding da ran, fängt das dann auszuweiden und du siehst halt auch, dann hängt da wirklich der ganze Hirsch. Und nach wird der Hirsch immer weniger. Du siehst sogar auch, wie die Haut dann so langsam das Fell runtergezogen wird. Und so weiter und so fort. Hier lagert Fleisch, das heißt, ich weiß, der hat Fleisch auf Lager gerade eben und der hat ein paar Pelze über, die abgeholt werden können. Nur allein durchs Draufblicken auf das Ding jetzt. Was du ja normalerweise gar nicht machst. Normalerweise guckst du ja gar nicht so direkt in die Dinger rein, aber dieses Spiel lädt dazu ein. Du willst den Leuten dabei zuschauen, was sie tun, weil es so fucking gut aussieht, was sie tun. Und es ergibt alles irgendwo Sinn. Und das weiß der Entwickler aber auch. Das weiß der, dass das gut ist und dass das Spaß macht. Und genau deswegen hat der Follens eingebaut. Das ist jetzt die Möglichkeit, die ich habe, durch meine Siedlung zu spazieren und den Leuten zuzuschauen dabei, was sie tun. Das Spiel läuft gerade in Echtzeit weiter. Das ist alles, was ich hier sehe, passiert auch gerade auf der großen Karte. Es ist keine extra Instanz, sondern ich bin jetzt wirklich einfach nur auf meiner Karte am Laufen, während die Karte ganz normal weiterläuft. Ich kann die Hofstätten besuchen, kann gucken, was hier abgeht. Hier ist, hat nichts drin. Ich kann den Leuten beim Arbeiten zuschauen, ich kann über den, in den Garten rein, warum auch mich das sollen täte. Und ich sehe halt überall, was hier gerade passiert. Zum Beispiel sehe ich den Hühnerstall. Das ist übrigens eine Erweiterung, die ich in das Haus reingebaut habe. Ich habe gesagt, pass auf, hier möchte ich gerne das Haus haben. Und dieses Haus soll diese Erweiterung haben, einen Hühnerstall. Dieses Haus soll den Garten haben. Dieses Haus hat einen Ziegenstall. Das sind Entscheidungen, die ich getroffen habe für das jeweilige Haus, um die Ressourcenversorgung meiner Siedlung selber zu verbessern. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt und gemacht habe. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, einfach durch die Siedlung zu gehen, den Leuten dabei zuzuschauen, was sie so tun den ganzen Tag. Welche Aufgaben sie gehen, über den Markt zu schlendern und dir die Stände anzuschauen. Und dir von den Leuten ins Ohr schreien zu lassen. Die Audio-Clues sind auf Englisch, das Spiel selbst ist auf Deutsch, aber die Audio-Clues sind noch ein bisschen wenig. Das heißt, du wirst sehr häufig dieselben Sprüche immer wieder hören. Hier kommt sie gerade, nimmt jetzt ein bisschen Zeug und bringt's weg. Da, hier bringt unser Holzkohle gerade irgendwo hin. So einfach. Dann haben wir hier die Kirche und alles. Du musst halt... Dann hast du die verschiedenen Häuserstufen. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten hier, aber das Spiel ist... so unglaublich gut darin, jede einzelne Geschichte, jedes einzelne Event so unglaublich detailreich darzustellen, dass es eigentlich fast schon übertrieben wirkt. Übertrieben gut. Es macht wirklich einfach nur unglaublich Laune, hier durch die Siedlung zu laufen und zu gucken, was dann so passiert. Oder auch einfach von oben drauf zu schauen und die alles halt genauer anzuschauen. Es gibt dann noch einen speziellen Kameramodus, mit dem du durch die Gegend zoomen kannst. Eben weil es so gut aussieht. Und nochmal zur Erinnerung, das ist noch nicht mal die beste Grafik. In der besten Grafik hast du überall noch deutlich mehr Gebüsch, deutlich mehr Gestrüpp. Die Animationen sind noch ein bisschen flüssiger. Allerdings schmilzt dann meine Grafikkarte, was halt ein Problem ist. Also, mit der 1070 nicht zu empfehlen. Aber trotzdem ist es in dem Modus. Meine, letzten Endes spielst du eh immer so in der Ansicht. Da ist es so wieder völlig egal normalerweise. Aber es ist halt so geil, dass es geht. Ja, siehst du, ne? Die haben ja ausgesät. Die haben hier bereits die ersten... Was machen die hier? Ah, die flügen gerade. Ach stimmt, das Feld lag brach und die flügen das gerade. Was du jetzt gerade siehst, die haben jetzt hier schon angefangen, die ersten Sachen umzuflügen. Und die flügen jetzt gerade die gesamte... Auch die Ecke flügen sie gerade um. Es ist März. Die sind ein bisschen spät dran mit dem Flügen. Ich sollte vielleicht mal... Warte mal. Zack. Mal ein paar Leute reinstecken, dass sie ein bisschen mehr Leute zum Arbeiten haben. Okay, aber... Nachdem ich mich jetzt einmal komplett selber ausgelassen habe über die, wie geil das Spiel eigentlich aussieht, kommen wir jetzt ein bisschen zur Spielmechanik selber. Du fängst an in einer Region, je nachdem welchen Spielmodus du wählst, fängst du an in einer Region. Ich selber habe den
den etwas anspruchsvolleren Modus genommen. Das heißt, ich selber habe die Aufgabe, hier die Region zu erobern nach und nach und habe einen Gegenspieler, den Hildebold von Berenäute, der eigentlich gar nicht so der ist nicht der rechtmäßige Herrscher, aber der fühlt sich halt eben so auf. Meine Armee, läuft ihr noch oder ist schon... Solltet ihr nicht hierher laufen, hatte ich auch nie das nicht gesagt. Das ist, glaube ich, der Standardmodus, den du spielst. Es spielt aber im Grunde keine Rolle. Also der Kampf ist zwar nett und lustig, aber das ist definitiv nicht das Hauptteil des Spiels. Das wurde auch in einer Ansage von einem Winter gemacht. Erwartet keine Total War Kampfsimulation. Die Kämpfe sind lustig und spannend anzuschauen, haben ein gewisses taktisches Element, von wegen, welche Einheit du nimmst, wohin du sie jagst, aber letzten Endes ist es einfach nur größere Armee, bessere Ausrüstung und du gewinnst und fertig. Ja. Du fängst dann an in einer Siedlung, in einer Region und mit 5 Familien, die in einem Zeltlager leben. Und dann fängst du an, Holz zu fällen, baust die Häuser aus und baust die ersten Werkstätten und so weiter und so fort. Und was das Spiel dir anders macht als andere Spiele ist, es geht hier nicht um die Personen selber, sondern um die Familien. Das heißt, du siehst hier auch zum Beispiel, dass meine Gesamtbevölkerung ist zwar 149, ich habe aber nur 43 Familien auf der Stufe 1 und halt eben noch ein paar auf 8, 2 und 3. Das Ding dabei ist, dass du den Arbeitsplätzen keine Person zuweist, sondern der gesamten Familie. Das heißt, du sagst hier, jetzt gerade bei dem Müller zum Beispiel, sage ich, so, wir brauchen mehr Leute. Ich habe also jetzt 2 weitere Familien eingeteilt zur Arbeit auf dem Bauernhof. Und jetzt arbeiten die kompletten Familien, inklusive der Kinder, hier drauf. Und das kann, die teilen sich die Aufgaben auch. Der eine produziert bei der Köhlerei zum Beispiel. Da haben wir jetzt 2 Familien drin, davon sind 2, 3 am Warten, die machen gerade nichts. Warum macht ihr nichts? Die faulen Stücke. Ah, weil sie kein Holz haben. Okay. Wo ist denn Brennholz? Okay, die warten nur auf Brennholz. Die warten gerade, Anna holt gerade was Holz, der Thomas geht was trinken. Und letztendlich wirst du dann welche haben, die sitzen auf dem Marktstand verkaufen, dann hast du welche, die produzieren gerade, dann hast du andere, die transportieren und so. Teilt sich die Familie die Arbeit quasi auf. Du hast einen, der ist quasi der quasi Haupt, das Familienoberhaupt. Das kann Mann oder Frau sein, ist in dem Fall egal. Und alle anderen sind also quasi die Helferlein ringsherum. Und so kann es halt eben dazu kommen, dass die komplette Familie zum Beispiel hier vor der Kohlegrube sitzt. Und gemeinsam in Holzkohle, in Gruben startet. Weil man das eben so macht bei Kohlemeilern. Ich habe keine Ahnung. Dass du musst also immer darauf achten, dass du genug Familien hast und genug Platz für Familien hast. Jedes Haus kann eine Familie beherbergen. Du kannst durch verschiedene Upgrades kannst du zusätzliche Personen hinzufügen oder erlaubst du mehr als eine Familie in dem Gebiet zu wohnen. Das kann entweder sein, weil der Plot, den du hattest, der ist so komisch gebaut, dass da eben 2 Häuser drauf passen würden. Also ein Haupthaus und ein Nebenhaus. Oder halt eben, wenn die Häuser ausgebaut werden, dann werden die halt eben mehrstöckig und da können halt eben auch dann mehr als eine Familie drin wohnen, die dann dafür sorgen, dass du mehr Leute hast zum Arbeiten. Und so wächst das Haus halt eben mit der Siedlung mit. Du hast verschiedene Voraussetzungen, die du erfüllen musst für das Haus, damit es upgraded werden kann. Zum Beispiel hier die Brauerei gerade. Also kommen wir gleich später. Die könnte ich upgraden, wenn ich genug Regionsvermögen hätte. Das ist mein Geld hier. Und auch das noch eine andere Mechanik, kommen wir später zu. Braucht aber zum Beispiel einen Brunnen. Er hätte gerne Bier getrunken aus der Taverne, zumindest in der letzten Zeit. Wir brauchen die Stufe 2 Kirche. Er braucht Brennstoff. Er braucht Lebensmittel, verschiedenste Lebensmittel. Also der will mindestens 3 Arten von Lebensmitteln sehen. Er braucht mindestens 2 Arten von Bekleidung. Und dann, wenn alles erfüllt ist, dann darfst du dieses upgraden, sofern du die Ressourcen dafür hast. Und damit wächst dann auch deine Stadt. Die Häuser downgraden sich nicht, allerdings werden Leute unhappy, wenn du die Bedürfnisse nicht erfüllst. Das heißt, irgendwann hast du halt zu viele Stufe 3 Häuser, kannst die Bedürfnisse nicht mehr erfüllen der Familien und dadurch sinkt die Gesamtzufriedenheit und dadurch sinkt das Bevölkerungswachstum. Aktuell ist, glaube ich, bei mir ist aktuell eh kein Wachstum mehr, weil alles voll besetzt. Das heißt, die Bedürfnisse zu erfüllen ist am Anfang gar nicht so schwierig. Ich stelle es mir aber langfristig wahrscheinlich gar nicht so einfach vor. Mit der ganzen Logistik und so weiter und so fort. Ja, und dann machst du halt, wie gesagt, du
brauchst halt immer neue Ressourcen. Jetzt musste ich, habe ich gerade Lehm abgebaut zum Beispiel, mache jetzt gerade Farbe für Stoffe, verarbeite Leder, hab die Jägerhütte, die Tiere jagt, dann das, die Pelze in die Gelberei gibt, die daraus Leder machen. Dann habe ich hier die Schusterwerkstatt, die daraus dann die Schuhe macht. Und so ist dann das Leder und die Schuhe sind dann zwei verschiedene Bekleidungsmittel, das reicht dann für die Stufe 2. Und hier fällt auf, dass die Häuser, zum einen sind die alle wunderschön in einer Reihe, oder? Also es ist ja, ich habe natürlich total voll den Skill und kann sowas wunderschön planen, dass es halt eben wunderschön passt. Oder, oh, warte mal, hier die Armee. Euch können wir auflösen, euch brauchen wir gerade nicht mehr, danke. Ihr solltet nur ganz kurz das Barbarenlager plündern, was da war. Wenn du die Siedlung baust, baust du nicht einzelne Häuser, sondern du baust, so ein bisschen SimCity-Style, baust du quasi das Wohngebiet. So, wir sagen jetzt hier zum Beispiel, pass auf, ich möchte gerne, wenn man sieht, das hier die Siedlung, dann würde ich sagen, ich hier mal die Straße längs vielleicht. Wie groß machen wir die Siedlung? Ja, ne, geht die bis hier hin, reicht das? Ja, so. Ziehen so die Straße quer. Und dann einmal so bis da vorne ran, direkt am Markt vorbei. Fertig. Und jetzt nehme ich mein Siedlungsbautool. Da hast du immer dieses Symbol hier. All diese Symbole sind halt eben, du legst halt keine reinen einzelnen Gebäude fest, sondern direkt die Region an sich. So, das ist eine Ecke, zweite Ecke, dritte Ecke und dann die vierte Ecke. Und dann siehst du halt schon, wie groß es werden wird. So, aktuell würde mich das kosten 24 Baumstämme. Ich kann es auch kleiner machen. Dann werden es mehr Häuser. Und dann siehst du auch, dass hier plötzlich dann diese Plus-1-Symbole erscheinen. Das erlaubt mir dann später auf demselben Grundstück ein zweites Nebengebäude zu errichten, quasi. Ja? Kann man also auch machen. Wenn genug Platz da ist, was man gerade mal bewusst falsch. Zack. So und dann so. Dann siehst du, dass hinten noch ein weiteres Gebäude dran ist. Oder noch ein weiteres Symbol dran ist. Das kann man sogar drehen jetzt. Ach, gucke. Das bedeutet in dem Fall, dass ich hier dann halt noch eine Werkstatt draufpacken kann auf das Grundstück selber. Das ist dann so ein, hier zum Beispiel, sieht man es gerade, die Erweiterung für den Hinterhof. Und hier kann man jetzt am Anfang am besten erstmal irgendwelche Gemüsegärten, Hühnerstelle, Ziegenstelle, habt ihr gesehen. Über spezielle Freischaltungen bekommt ihr dann auch Möglichkeiten, zum Beispiel den Apfelbaum hinzustellen. Der braucht ein bisschen, aber gibt dann halt eben auch gut Nahrung regelmäßig. Und es ist wichtig, Leute wollen verschiedene Arten von Nahrung haben, dementsprechend sollte der das alles irgendwie geregelt haben. Dann hast du aber auch Werkstätten, die du errichten kannst. Diese Sachen sind einfach nur wirklich nur passiv da, die baust du einmal und dann produzieren die einfach nebenbei. Die Familien kümmern sich nebenbei um den Garten und liefern die Waren ans Haus und fertig, an die Stadt und fertig. Dann hast du aber diese komischen Werkstätten hier. Und das ist ein Prinzip, da muss man sich erst kurz drüber... Ich meine, es ergibt Sinn ohne Ende, aber das ist halt ungewöhnlich, wie man so Citybuilder gewohnt ist. Normalerweise, okay, du brauchst einen Schuster, du baust also einen Schuster. In dem Fall sagst du, nee, diese Familie werden jetzt die Familie Schuster. Und dementsprechend haust du hier dann entsprechend die Erweiterung rein. Wodurch dann das Haus zur Schusterwerkstatt wird. Und dann sind alle Bewohner in dem Haus, sind dann die Schuster. Die kannst du nicht mehr zum Arbeiten einteilen, sondern die sind dann einfach spontan Schuster und gehören jetzt dem... Das ist jetzt deren Aufgabe. Und jede Familie, die du einzieht, wird automatisch auch Schuster. Das ist einfach so. Ne? Und das kannst du halt eben in jedem Plot machen, brauchst aber genug Platz halt für eine Erweiterung, was ich hier zum Beispiel gerade nicht habe. Du brauchst aber auch halt eben, wie gesagt, die notwendige Stufe des Hauses, um entsprechend Sachen bauen zu können. Und dann hast du Sachen wie eine Bäckerei, du hast eine Schmiede. Das muss man übrigens freischalten, die Bäckerei ebenfalls wie den Apfelgarten. Du hast die Schmiede, du hast die Brauerei, du hast den Schneider, du hast den Schuster und so weiter. So ein paar Sachen hast du hier. Und du brauchst aber auch entsprechend ein notwendiges Gebäudelevel. Stufe 2, Stufe 3 oder... Später vermutlich sogar mehr, damit du das überhaupt einrichten darfst. Du kannst hier jedes Set wechseln. Also, bis auf diese Spezialwerkstätten. Das ist jetzt eine Schusterwerkstatt und die bleibt halt auch so. Also, die müssen sich abreißen und dann neu platzieren komplett, wenn ich die nicht mehr haben will. Hier zum Beispiel den Hinterhof, hier zum Beispiel, die kann ich jetzt noch verändern zu was Neuem, wenn ich das entsprechend möchte. Oder einfach abreißen, das geht auch.
Und wie gesagt, damit muss man sich kurz Gedanken machen. Das sind zwei Prinzipien, die sind halt eben generell nicht immer so direkt ersichtlich. Du brauchst Familien und die Familien haben bestimmte Berufe. Und wenn du ein Haus umwandelst in eine bestimmte Werkstatt, dann sind alle Leute, die dort wohnen, automatisch der Beruf und fallen auch aus dem normalen Arbeitspool weg. Du brauchst Leute, du brauchst auch weiterhin Leute, die arbeitslos sind, die entsprechend dann helfen beim Bauen, die helfen beim Tragen, die helfen bei der, dass alles flüssig läuft, so ein bisschen Logistik und so weiter. Die brauchst du halt auch. Du wirst regelmäßig an deine Grenzen stoßen, was du an Mitarbeitern hast. Und dann musst du halt gucken, wie du zurechtkommst. Können wir hier ganz kurz mal zwei Leute rausziehen jetzt gerade? Der Lehm müsste jetzt fast fertig. Ja, Lehm ist alle. Dann machen die das jetzt noch fertig und wenn das fertig ist, dann kann der auch weg hier. Wir hauen nochmal zwei in die Wildbeuterhütte rein, damit wir mehr Beeren kriegen. Und der hat zum Beispiel als Erweiterung so einen kleinen Kräutergarten, der uns dann regelmäßig Kräuter mitgibt, zum Beispiel. Ist, ne? Und ja, so, das ist so grob das Grundprinzip. Und ich persönlich finde, es ist ungewohnt, es ist mal was Neues wieder. Ich habe jetzt noch kein wirkliches Siedlerspiel gespielt, wo das in dem Zusammenspiel funktioniert. Es fühlt sich richtig an. Es ist neu und innovativ. Für mich persönlich. Und es erfordert halt wirklich ein gewisses Nachdenken, wo du was hinbaust, welche Familien du wo hast. Und wieder, du siehst halt ganz genau, wenn du dann mal fertig bist, dann siehst du hier, das ist jetzt die Brauerei. Dann ist da auch so ein Braustand, dann macht er da braut er da auch sein Bier. Dann rollen die Fässer dann direkt so rüber zum Gasthaus hier drüben. Zum Beispiel, hier fahren sie gerade mit dem, ja, da rollt er gerade das Fass durch den Tisch, warum auch immer er das macht, ist mir egal. Und wie gesagt, ich stelle es mir nachher wirklich gut vor, wenn die Stadt nochmal deutlich größer ist und nochmal größere Häuser hast und nochmal Gebäude hast. Ich stelle es mir halt richtig geil vor, wenn du halt wirklich dann siehst, du läufst durch die Stadt und siehst halt die ganzen Werkstätten, vielleicht nur mit Schildern vorne dran und die Marktstände mit den ganzen Dingern und überall laufen Leute rum und machen ihr Zeug und du siehst aber ganz genau, wer was macht, wo der jetzt herkommt und was der tut. Das stelle ich mir unglaublich gut vor. Ich selber habe jetzt, wie gesagt, 10 Stunden gespielt, bin im fünften Jahr jetzt, Frühling, Jahr 5 und es ist einfach spaßig. Noch ein anderes schönes Detail ist es, wenn es zum Beispiel jetzt gerade regnet, dann sieht man so langsam, wie der Boden und die ganzen Sachen nass werden. Und wenn es dolle regnet, dann bilden sich auch die ersten Pfützen. Es werden sich jetzt langsam, aber sicher hier auf den Wegen Pfützen bilden. Und die werden halt immer größer, je länger das regnet. Und wenn der Regen dann aufhört, dann verliert, da sieht man wieder, ne? Schön der nasse Glanz der Straße. Und wenn der Regen dann aufhört, dann werden die Pfützen, da gehen die wieder weg. Aber ganz langsam, du musst halt wirklich ganz genau aufpassen, dass du die Veränderung wirklich merkst. Zumindest bei der normalen Spielgeschwindigkeit. Und wenn die Straßen dann trocken sind, dann fangen die an zu stauben, wenn da Leute drauf rumlaufen, zum Beispiel. Und wenn es dann Winter wird, dann schneit so langsam alles zu und im Frühling taut so langsam alles wieder auf. Diese Immersion, die du hast in dem Spiel, ist einfach unglaublich. Einfach absolut unglaublich. Und erlaubt es halt wirklich, dich ein bisschen auch so ein bisschen in diese Stadt zu verlieben und es alles so ein bisschen in dich aufzunehmen. Also du kannst das Ding auch komplett ohne Krieg spielen, einfach nur komplett als chilligen Siedleraufbau und du hast vermutlich genauso viel Spaß wie ich jetzt hier. Das Kämpfen ist halt ganz toll und lustig, aber für mich aktuell nicht wirklich sogar nicht mehr wirklich relevant. Was machst du denn hier? Ich meine. Schickes Color Coding, also das hat sie gut hingekriegt. Color Matching. Und das Spiel ist dann letztendlich wirklich, was du daraus machst. Letzten Endes. Es erlaubt dir so gut wie alle möglichen Freiheiten. Du kannst dich dann in bestimmte Richtung entwickeln, dann kannst du die Marktwirtschaft ausbauen, du kannst Handelsrouten einrichten, du kannst Verhandlungen treffen mit anderen Händlern und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen kleinen Talentbaum, der Sachen freischaltet, die ganz schön stark sind. Es ist noch nicht alles drin, viele Sachen sind im Eluxus noch nicht verfügbar, aber im Grunde ist dieser Talentbaum, der baut sich auf, je nachdem, wie groß, wie schnell deine Stadt wächst. Du brauchst halt eine bestimmte Anzahl an Hofstädten von 1 bis 10, von 1 bis 3, und, oder vielleicht sogar später auch höher, ich weiß es nicht. Und wenn du das erfüllt hast, dann hast du quasi die Bedingungen erfüllt, um die nächste Siedlungsstufe zu erreichen, um dann einen Punkt freizuschalten, um hier weitere Sachen zu erledigen.
Mach bitte da. Ich will den Namen nicht ändern. Dankeschön. Gesetze kann ich noch nicht erlassen, glaube ich, oder? Kann ich? Nee, kann ich noch nicht. Brauche ich noch das Verwaltungsgebäude für. Das kommt dann auch nochmal dazu. Du kannst dann auch später die Produktion erstellen oder etwas verändern. Aber jeder einzelne Punkt, den ich hier sehe, ich will sie im Grunde alle haben, muss mich aber entscheiden, was ist für meine Siedlung eigentlich so gerade am besten. Das finde ich persönlich sehr gut gemacht. Bisher sind alle Punkte extrem gut balanced und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Alle sind irgendwie sinnvoll und du musst da gucken, was ist für dich jetzt wirklich, wirklich brauchbar. Und du willst halt wirklich immer die nächste Siedlungsstufe erreichen, hast damals das Problem, du brauchst dafür diese größeren Häuser, die halt die Bedürfnisse haben, und wenn du das zu schnell machst und nicht die notwendige Logistik hast im Hintergrund, dann werden die alle unhappy und dann ist auch wieder doof. Und dann hast du noch die öffentliche Ordnung, wo ich noch keine wirkliche Ahnung habe, was da passiert. Oh. Weil die saufen, sinkt die öffentliche Ordnung. Das ergibt soweit Sinn. Ist zwar kacke, aber es ergibt soweit Sinn. Also auch das kommt noch dazu als weiterer Punkt. Und wenn du dann deine Siedlung soweit am Laufen hast und alles ist schick und alles läuft soweit, dann... Aha, bist du nächstes nicht fertig, denn wir hatten ja, vielleicht am Anfang gesehen, ihr erinnert euch vielleicht dran, wir hatten ja gesehen, es gibt ja, und auch ein schönes Feature, achtet mal gleich auf die Karte. Ich komme wieder raus, ne? Das ist gerade meine Karte. Meine Siedlung wird auf der Karte eingezeichnet. Das sind so viele, viele, ich kann sie gar nicht alle aufklären, diese kleinen Details, die ich inzwischen gesehen habe. Hier hat jemand mit ganz, 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 ganz viel Liebe zum Detail was gemacht. Allein sowas. Es ist komplett unnötig. Es ist komplett sinnfrei, unnötig. Spieltechnisch komplett irrelevant. Und es ist so gut. Und es ist so gut, dass du rauszoomst und siehst sofort auf der großen Karte, jupp, das ist meine Siedlung. So. Und wenn du dann fertig bist mit deiner Siedlung, da kannst du dann mit der Gunst oder mit dem König verhandeln und kannst dann zum Beispiel neue Siedlung erobern, die du dann entsprechend übernehmen kannst. Das Problem bei diesen Siedlungen ist jetzt allerdings, dass jede Siedlung ihr eigenes Wirtschaftssystem hat. Das heißt also, wenn du eine Siedlung fertig hast, die so weit läuft, dann hast du vielleicht noch so 3, 4 andere, die ebenfalls wieder von Null auf aufgebaut werden müssen, was dann dein gesamtes Vermögen und Anspruch und so weiter erhöht, wo du Steuern erheben kannst und du brauchst aber das Geld, hier diese Schatzkammer, um diese Siedlung zu, oder um eine Siedlung zu gründen. Ich kann jetzt hier sagen, pass auf, Verwaltungsgebäude, da ist es. Ich kann jetzt eine Siedlerlage erstellen, wenn ich 250 Münzen in der Schatzkammer habe. Das kriegst du entweder durch Steuern oder durch das Plündern von Barbarenlagern. Muss ich dabei aber entscheiden, gebe ich das Geld an mich selbst oder an die nächste Siedlung zum Beispiel. Und dann kannst du hier komplett wieder von Null auf beginnen, Holzfällerlager einrichten, vielleicht Fehler korrigieren, die du vorher hattest. Und wichtig dabei ist, dass die Regionen haben zwar alle dieselben Ressourcen, aber manche Ressourcen sind halt eben in anderen Regionen üppiger als in anderen. Das siehst du an dieser Krone. Und diese üppigen Vorkommen kannst du später so umwandeln mit den Talenten von der Siedlungsgeschichte. Oh shit. Es fällt mir jetzt gerade erst auf. Die Talentbäume sind ja pro Siedlung. Das heißt, du kannst... Oh Gott, das wird ja nicht mehr. Du kannst jede Region einzeln spezialisieren auf bestimmte Sachen und sagen, so, das wird jetzt meine Bergbauregion, das wird meine Jägerregion, das wird meine Dingsregion und dann handeln die untereinander. Weil du kannst so Sachen nicht einfach rüberschicken, soweit ich weiß. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube nicht. Also die müssen dann untereinander handeln, aber du kannst vielleicht vermutlich bestimmte Preise festlegen, die dann sehr gut sind für alle. Und dann machst du... Oh, Junge... Ja, also ich sehe schon Leute hier tausende Stunden verbringen auf einer Karte alleine. Ich selbst bin jetzt bei, lass mich kurz gucken, was sagt mein Dings, mein Steam? Ich dürfte jetzt bei etwa 10 Stunden sein, etwa. 10 Stunden Spielzeit. Ich habe gerade einmal eine Siedlung, 5 Jahre Spielzeit, Ingame-Spielzeit, und ich habe noch längst nicht alles, was ich habe. Und es ist ja noch längst nicht alles im Spiel. Na, da kommt dann auch deutlich mehr dazu. Ne? Also.
Und wenn du halt mal gerade nicht weißt, was du tun sollst und wenn du gerade mal eine Langeweile hast, dann gehst du halt in diesen Modus und wandelst die Stadt. Wo ist man? Hä? Wo seid ihr denn gerade? Ach, das ist die Brennhütte, ne? Da wollte ich nicht gerade nicht hin. Ich wollte eigentlich gerade auf meine Handelsstraße, bitte. Dann gehst du eigentlich hier hin und schlenderst kurz durch die Stadt, beobachtest die Händler, die da ankommen. Ich habe auch den Marktplatz gebaut, da kaufe ich halt eben Sachen an, die ich brauche und verkaufe Sachen, die ich überhabe. Da guckst du auch, dass du verschiedene Warenketten hast. Zum Beispiel habe ich jetzt aktuell der Holzfäller. Ich könnte die Baumstämme verkaufen, mache ich aber nicht. Stattdessen gehen die Baumstämme an die Sägegrube, werden dann zu Brettern gemacht. Könnte ich verkaufen, tue ich aber auch nicht mehr. Denn jetzt habe ich den Tischler, die Tischlerwerkstatt, aber so, ich habe ein Haus zum Tischler gemacht. Und der verwandelt jetzt die Bretter zu kleinen Schilden. Und die kleinen Schilder verkaufe ich. Und somit bekomme ich statt eine Münze pro Baumstamm, bekomme ich jetzt, glaube ich, 10 oder so. Und das ist halt eben durch den Aufbau und ist alles halt nur durch ein bisschen Arbeitskraft, die da reingeschickt wird. Und ähnlich auch mit den Beeren zum Beispiel. Die Beeren könnte ich direkt verkaufen oder ich mache es zu Farbstoffen oder das Leder könnte ich direkt verkaufen oder ich mache es direkt zu Stiefeln und verkaufe die dann etc. etc. Und so kannst du halt auch da ein bisschen rumspielen und gucken, dass du da die möglichst besten Preise kriegst. Auch hier spielen die Talente wieder eine wichtige Rolle, dass du willst dann eine Zone haben, wahrscheinlich die deine Handelsmetropole ist, während alle anderen nur quasi mit der handeln, zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Und so hast du halt eben dann die verschiedensten Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn du Langeweile hast, dann gehst du mal kurz rum, guckst dir die Siedlung an, schaust dich ein bisschen in der Gegend um. Ich habe Rollenspiele gespielt, wo fertig designte Siedlungen weniger immersiv waren als das hier gerade. Hier fühlst du quasi das Leben der Siedler. Und es, wie gesagt, dieses Feature ist ja auch gerade noch rein experimentell. Das ist ein ganz frisches Feature oder ein wenig getestetes Feature. Bisher hatte ich damit aber keine Probleme. Und ey, das heute nicht, danke. Und es fühlt sich einfach so unglaublich richtig an. Generell, aber auch nur, weil das Design, weil der Detailgrad von der Siedlung so übertrieben groß ist. Weil das einfach, jedes kleinste Detail ist halt wirklich Design. Die hätten auch einfach das Rollen der Fässer. Die hätten es auch einfach als Carry-Animation machen können oder als Karren-Animation oder irgendwas. Nee, die haben speziell nur für die Bierfässer haben die eine Animation reingebracht, wo du siehst, dass die Leute die Bierfässer von A nach B rollen. Die haben es designt, dass du siehst, wenn du dann auf der Straße begegnest, was die eben tragen. Das wäre vermutlich wieder ein Sack Kohle. Der hat einen Sack Holzkohle geholt zum Heizen. Du siehst die Jäger, die Beute hinter sich herschleifen, oder die Händler, die fertigen Fleischstücke über der Schulter tragen, oder die Lederrollen, oder die Körbe mit Brot, oder. Du gehst durch die Siedlung und siehst eigentlich im Grunde fast schon ganz genau, was die Leute quasi den ganzen Tag machen. Du kannst denen zuschauen und hast da Spaß bei. Und wie gesagt, das finde ich halt persönlich einfach grandios. Was mir jetzt noch fehlen würde, wäre, dass die Siedler auf mich reagieren, wenn ich hier rumlaufe und vielleicht auch nur kurz winken oder so. Was zwar die Effizienz der Siedler verringern würde quasi, aber ich denke, das ist auch trotzdem realistisch. Ich meine, wenn du in einer Siedlung wohnst und plötzlich kommt der Lord der Siedlung an, natürlich verbeugen sich die alle und pausieren kurz die Arbeit und du sorgst für ein bisschen Commotion. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und dementsprechend fände ich das gar nicht so falsch. Aber ganz ehrlich, würde mich wundern, wenn das noch kommt. Würde mich echt nicht wundern, wenn sie das mit einbauen, weil, ja, ne? Oh, ich schlafe jetzt gerade schon eine halbe Stunde rum hier. Das Spiel, ich habe mich echt verliebt in dieses Spiel. Und ich bin normalerweise jetzt nicht so der super Siedlungsbauer und, ne? Aber ich habe mich extrem verliebt in dieses Spiel. Ich weiß immer, wie gesagt, preisweise nicht, aber ich kann eins sagen, dieses Spiel wird Maßstäbe setzen, wie Siedlungsspiele in Zukunft auszusehen haben. Nicht nur von der Grafik, sondern auch von dem Detailgrad der verschiedenen Animationen und was du halt eben so siehst, wenn du in die Siedlung reinschaust. Ja? Die Zeiten von generischen Abläufen oder nicht sichtbaren Transportketten, ich glaube, das ist vorbei. Ich persönlich, wenn ich in Zukunft ein Siedlerspiel baue, ein Settlement Simulator, will ich genau das. Ich will sehen, wie die Leute von A nach B laufen und Sachen tragen und Sachen machen und sehen, wie sie den Boden beackern, will sehen, wie sie
die Sachen aussehen. Dazu sehen wir es gerade, ne? Wir sehen, wie sie die Sachen aussehen. Wir sehen, wie das Zeug wächst im Boden. Ich will das in Zukunft genauso in jedem Spiel, wo es ums Bauen von Siedlungen geht. Will ich einfach. Das ist jetzt für mich so drinne. Das muss jetzt einfach sein. Und ich vermute mal, also ich für mich persönlich, dieses Spiel bei einem Preis von bis zu 30 Euro würde ich absolut mitgehen. Denn du hast auf jeden Fall genug Spielspaß, langfristigen Spielspaß, auch jetzt in der aktuellen Ölexis-Version schon, dass sich der Preis in meinen Augen rechtfertigt, sofern du es auf casual, chillig Simulationsbau stehst. Wenn du einen großen Kriegssimulator verwendest oder erwartest oder so einen Diplomatie-Simulator oder große Regionseroberung und so weiter, dann eher nicht. Aber wenn es dir um das Aufbauen und Anschauen einer Siedlung geht, auch gerne komplett ohne Konflikte, dann bist du hier genau richtig. Das ist genau dein Spiel. Und wie gesagt, für bis zu 30 Euro würde ich sagen, auf jeden Fall einen zweiten oder dritten Blick wert. Das soll es von mir gewesen sein zu Manor Lords. Ich werde vermutlich das Spiel des Epino weiterspielen, Epino weitermachen, gucken, wie es so ankommt. Und mal schauen, was in Zukunft dieses Spiel zu bieten hat. Und ich habe ganz, ganz große Hoffnung auf für dieses Spiel in der Zukunft. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne in der Mitte subscriben oder links, rechts, dort, wie es liegt. Da gibt es noch ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss.